da ist die Dame. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen vom Ski Austria Magazin Steilhang. Hier gibt es ganz tiefe Einblicke in unseren Alltag. Die besten Rennszenen und Ausblicke auf die nächsten Rennen. Auch von unserer Seite herzlich willkommen bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin, bei dem spannende Einblicke, spektakuläre Szenen und die neuesten News aus der Welt des Wintersports auf Sie warten. Mein Name ist Kimberly Budinski und ich darf Sie bis Saisonende durch diese Sendung begleiten. Und auch bei mir begrüßen darf ich heute den KRONE-TV-Chef Max Maderlik. Du hast ja auch eine Wintersportvergangenheit. Durchaus, Kim. Ich war viele Jahre im Skiweltcup unterwegs, mit den Skifahrern, aber auch mit den Skispringern und habe da relativ viel miterlebt. Ich habe sehr viel Wochenende mit halb abgefrorenen Fingern auf irgendwelchen Bergen verbracht und habe da natürlich relativ viel erlebt mit den Skifahrern und kann da, glaube ich, immer ganz gute Kommentare dazu noch abgeben. Ja. Auf der Skipiste direkt gehören abgefrorene Finger dazu. Was erwartet uns jetzt aber bei der Sendung Steilhang in den kommenden Wochen? Ja, Gott sei Dank keine abgefrorenen Finger daheim im Wohnzimmer, das ist immer das Wichtigste. Aber was wir da immer bieten werden, sind wirklich tiefe Einblicke in das Leben der ÖSV-Stars. Wir haben Gott sei Dank den ÖSV, wo wir ja jahrelang schon eine Partnerschaft haben, gewinnen können, dass wir zusammen dieses Magazin machen. Also wir werden uns anschauen, was machen die Skistars, wenn sie nicht gerade durch die Slalom-Tore wedeln. Das ist ja durchaus interessant. Es sind wirklich viele Tage im Jahr, viele Monate im Jahr einfach durchgehend unterwegs, leben aus dem Koffer. Und wir haben mit der Daniela Meyer, eine echte Expertin, die uns da diese Beiträge, die wir da immer wieder sehen werden in dieser Sendung, zuliefert. Die ist seit Jahren mit dem Skiweltcup unterwegs, auch mit dem Biathlon-Team war sie schon unterwegs. Also die kennt sich im Wintersport richtig gut aus. Und den ersten Beitrag, den schauen wir uns jetzt gleich an, und zwar den Nachtslalom der Damen in Flachau. Beim Nachtslalom in Flachau hat es Katharina Linsberger wieder aufs Podest geschafft und ganz knapp den Sieg verpasst. Was sie dazu sagt, das hören wir uns jetzt an. Ja, wirklich cool, also dass ich das da herunterzaubern kann, freut mich riesig. Es macht wirklich so viel Spaß da zum Fahren, oh, die ganzen Helfer haben einen super Job gemacht. Es hat mir riesig Spaß gemacht heute, haben wirklich, ja, speziell im zweiten Durchgang gefühlt, wie ja, ja, wir ihren Verzug auf die Ski aufbauen und ja, das macht mir richtig Spaß, wenn ich merke, es geht was weiter. Ich kann mich am Limit bewegen und ja, so ist eine richtige Freude zum Skifahren. Katharina Linsberger war wieder beste Österreicherin, hat wieder einen Podestplatz geschafft, aber wieder ganz knapp den Sieg verpasst. Was sagst du dazu, wie sie gerade auftritt? Ja, also irgendwie, mich erinnert das lustigerweise ein bisschen an die Serie, die der Thomas Morgenstern hatte, bevor er seine große Siegesserie gefeiert hat. Der ist auch so oft aufs Podest gefahren, Zweiter geworden. Bei der Linz ist es ein bisschen ähnlich. Also der hat jetzt einige zweite Plätze in Serie, ich glaube 5 Podestplätze in Serie und wartet auf diesen ganz großen Sieg. Wenn wir jetzt eine Weltmeisterschaft vor der Tür stehen, der nächste Damenslalom ist schon ein WM-Slalom, wo es um Medaillen geht. Würde mich nicht wundern, wenn sie dort zuschlagt. Ich habe bei ihr echt die Hoffnung, dass da eine ganz, ganz große Siegesserie beginnen könnte, eine richtig große Karriere startet. Sie wird dem österreichischen Sport total gut tun. Ist ein echt witziger, ein quirliges Mädel, 23 Jahre aus Vorarlberg, hat echt einen lustigen Spruch und das wird uns richtig gut tun, wenn die da einige Siege in Serie holen könnte. Den letzten Slalom-Sieg hat Nicole Hosp 2014 in Espen geholt. Für die richtig Damen, lang her, für die ne? österreichischen, ja genau. Sagst du voraus, dass Linsberger den jetzt für Österreich holen wird? Ja, das traue ich mich. Ist aber nicht so schwierig. Ja? Also die war jetzt natürlich schon so knapp dran. Ja, die wird das machen. Die Nicole Hosp, glaube ich, würde auch die Daumen drücken. Wir wünschen uns alle wirklich, dass wir da endlich wieder zuschlagen können. Und sie fährt auch richtig cool. Also einen richtig schnellen Schwung, da stimmt schon ziemlich viel. Sie ist auch konstant, sie scheidet nicht viel aus. Also
würde mich total wundern, wenn nicht der Sieg jetzt demnächst kommt, hoffentlich wirklich schon bei der WM, wenn nicht dann bestimmt in den Rennen danach. Also da haben wir schon wieder wen, auf den wir uns freuen können bei jedem Damenslalom. Ja. Flachau, ein Heimrennen. Wie wichtig sind diese Heimrennen für den österreichischen Skisport? Überhaupt nicht. Na, oh ja, natürlich, sind total wichtig. Es ist heuer halt ein bisschen anders. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Also Heimrennen tun sie also nicht gut. Ja. Jetzt kommt die Serie an großen Heimrennen mit Kitzbühel, mit Schladming, da ist einiges los. Ja. St. Anton war natürlich auch schon da. Aber der Skiwinter beginnt dann immer erst so richtig für uns alle. Also wir haben natürlich Sölden als Auftakt, da schaut man schon hin. Ja. Das ist so ein erstes Treffen der Stars wieder. Man schaut zu, was tut sich. Aber dann ist so ein bisschen eine Pause mit den Überseerennen traditionell und dann kommen irgendwann die Rennen über Val d'Isère, dann schön langsam nach Österreich. Ja. In der Phase befinden wir uns jetzt gerade, natürlich aber erstmals in einer Corona-Zeit. Also man merkt natürlich, ja, in Flachau ist nochmal die Hölle los. Da kommst du nicht mehr ins Tal rein, wenn du dein Skirennen ist, weil das alles gerammelt voll. Ich glaube, da werden noch 2-3 Tage danach die Leute weggeräumt aus den diversen Bars nach dem Heimrennen. Diesmal ist alles anders, ja, da ist nichts. Da ist natürlich ein tolles Rennen, ja. Weil wir haben den Stadionsprecher, es ist alles ein bisschen anders. Ja. Aber für die Skistars ist es trotzdem, glaube ich, nett in der Heimat zu sein. Die kennen die Hänge natürlich gut, unsere Mädels oder auch die Herren jetzt ab dem Wochenende. Also es ist natürlich schon vertrauter, aber halt nicht ganz das Heimrennen, das es sonst ist. Ja. Nicht ganz das Heimrennen, trotzdem schaut man gerne zu und lässt sich zumindest von zu Hause damit ein bisschen berieseln, anders als wenn ja, man unbedingt. Vor Ort dabei ist. Ja, unbedingt. Und es ist auch, glaube ich, für die Skifans daheim schön, wenn man wieder die österreichischen Orte hat, die jetzt kommen. Man kennt teilweise vielleicht die Passagen schon. Ja. Und ja, natürlich ist die Aufmerksamkeit einfach ungleich größer, wenn es die Heimrennen sind. Bringt ein bisschen Normalität zurück. Wir haben viel über Katharina Linsberger gesprochen, aber um die Vorarlbergerin jetzt besser kennenzulernen, kommen wir zu unserer Rubrik One Star, One Minute mit Katharina Linsberger. Ich bin die Katharina Linsberger, bin 23 Jahre alt, komme aus Göfis und ich bin Skirennläuferin mit Begeisterung. Ich bin Rennläuferin, weil es mir Spaß macht, voll mit Limit auszuloten und zum Sehen, was alles möglich ist und was alles erreicht werden kann. Zum Skifahrer bin ich gekommen, weil es mir zu langweilig war, ich im Schneespieler und ich die Freude gefunden habe, meine Ski anzuschnallen und so schnell wie möglich der Hügel runterfahren zu können. Mein erster Skierfolg als Kind war mit 6 Jahren die Vereinsmeisterschaft. Damals ist meine Mama noch vorgefahren und es hat mir gar nicht gepasst, dass ich da hinterherfahren müsste. Das hat sich dann schnell geändert, aber es war für mich ein mega cooles Erlebnis. Meinen ersten Sieg habe ich gefeiert, hoffentlich so schnell wie möglich. Ah, das geht nicht. Bei Steilhang wollen wir Ihnen auch die Menschen hinter den Kulissen des Skiweltcups präsentieren. Den Beginn macht Marco Jägert, alias DJ InStyle, der auch schon oft für die Krone im Einsatz war. Und da wollen wir natürlich eines wissen, wie es ist, wenn man anstatt vor Tausenden von Menschen auf einmal vor Schneemännern spielt. Es ist definitiv anders, aber grundsätzlich sind wir dadurch total dankbar, dass wir überhaupt eine Arbeit ausrichten dürfen. Es macht einfach totale Freude, einfach wieder mal zu arbeiten. Also für mich als DJ war jetzt doch sehr lange Funkstille. Deswegen bin ich extrem froh, dass ich heuer beim Skiweltcup wieder mit dabei sein darf. Wir versuchen eigentlich immer von Stopp zu Stopp, vor allem auch für die Mitarbeiter, die vor Ort sind, immer wieder Musikwünsche zu erfüllen. Natürlich schauen wir, dass wir den Ganzen einen gewissen Touch also verleihen, dass das Ganze ein gewisses Erscheinungsbild hat, weil man hört uns ja doch auch im Fernsehen. Jetzt haben wir gerade Dancing on My Own von Tiesto. Ja, und mitunter auch eine meiner Lieblingsnummern, ein bisschen was Ruhiges zum Starten. Aber ich glaube, wir nähern uns ganz schön langsam jetzt Walking on Sunshine, weil das darf natürlich auf keinen Skiweltcup-Stopp fehlen. Walking on Sunshine ist das richtige Stichwort, und zwar für die Frau, über die wir jetzt sprechen wollen, Tamara Tippler. Die ist nämlich in St. Anton zum ersten Mal aufs Podest gerast, und das bei einem Heimweltcup. Max, was bedeutet das für Tamara Tippler? Naja,
unglaubliche Emotionen, unglaubliche Freude. Man muss sich ja schon vorstellen, die ganze Skisaison hat nicht so super begonnen für uns. Es ist der Marcel Hirscher nicht mehr dabei, schon länger die Anna Veit nicht mehr dabei. Und ein bisschen war das jetzt Corona natürlich auch nochmal ein Dämpfer und dann haben wir auch nichts gewonnen. Und jetzt kommen die Rennen nach Österreich und plötzlich sind wir wieder gut. Und das ist richtig wichtig. Für die Tamara Tippler im Speziellen ist es was ganz Besonderes. Die hat schon oft Verletzungen gehabt in ihrer Karriere, hat noch nie so diesen ganz, ganz großen Durchbruch geschafft. Und heuer haben wir das Gefühl plötzlich, okay, es könnte soweit sein. Die Tamara ist 29, das ist natürlich noch ein sehr junger Mensch. Aber in ihrer Skikarriere hat sie doch schon einiges erlebt, viele Weltcup-Saisonen. Und jetzt ist sie plötzlich da vorne dabei, wo sie immer sein wollte. Sie ist eine totale Speed-Expertin, Spezialistin, hat wirklich die Geschwindigkeit in ihrer DNA, ist ein sehr lustiges Mädel und eine Steirerin. Ich vergönne sie total. Die hat wirklich viele Jahre hart gearbeitet, immer wieder von Verletzungen zurückgeschlagen worden. Und jetzt, dass sie das daheim schafft, ist natürlich auch nicht ganz ein Zufall. Die Piste kennt sie natürlich, ist auch besser als andere Pisten. Wir freuen uns umso mehr und wir hoffen auch, dass sie das jetzt weiterhin so stark, diese Serie prolongieren kann, dass sie da richtig in die Top 5, sogar aufs Podest fahren kann. Wo siehst du Tamara Tippler in dieser Saison? Ehrlich gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse. Es ist auch Zeit geworden, dass sie mal da nach vorne kommt. Ja. Wir haben Generationen von Skifahrerinnen gehabt, die immer für den Sieg gut waren. Ich erinnere an eine Renate Götschl, Michi Dorfmeister, Alexandra Meisnitzer. Und wir haben immer gesagt, da ist ein Vakuum hinter denen, da tut sich nichts. Ist auch schwierig, wenn so viele Stars da sind, dass sich dahinter was entwickelt. Ja. Die Tamara ist jetzt eine, die aus der Generation kommt, die schon mit denen teilweise trainiert hat, gefahren ist. Die da jetzt auch in der Verantwortung steht, die muss da jetzt auch vorne dabei sein, ist meine persönliche Meinung. Ich will ja nicht so viel Druck machen, aber ich erwarte mir es auch von ihr, dass die da regelmäßig nach vorn fährt, wenn ein Rennen ist, dass auch die Kontrahentinnen sagen, auf die Tamara Tippler müssen wir aufpassen. Die ist auch immer eine, die das gewinnen kann. Wie sich Tamara Tippler für diesen Erfolg belohnt hat und weitere Einblicke aus dem Leben der Steirerin sehen Sie jetzt in unseren 5 Fragen an Tamara Tippler. Wenn ich nicht Skirennläuferin geworden war, dann hätte ich sicher irgendwas im Bereich Kinder gemacht. Ein Laster von mir ist ein bisschen meine Schusseligkeit. Ein bisschen was vergessen und ja. Der attraktivste Skifahrer ist der Axel Dünswindal. Mein freier Tag schaut aus, dass ich relax oder mal shoppen gehe, Kaffee trinken gehe, mich mit Freunden treffe. Ganz ein normaler, entspannter Tag. Schuhe, Gewand shoppe ich am liebsten und auch Schminke und meine Nagellack. Ich liebe Nagellack. Ja, das ist das, was ich tue. Und zur Feier des Tages wurde dann auch noch getanzt. Ich sage Film ab für das Damen-Speed-Team mit Jerusalem. Mit voller Frauenpower und einem weiteren Debüt geht's auch schon weiter. Wir machen einen Blick zum Biathlon, wo der Tirolerin Lisa Hauser in Oberdorf Historisches gelungen ist. Sie ist die erste österreichische Dame, die in 2 aufeinanderfolgenden Rennen en suite am Podest gestanden ist. Grund genug, die 27-Jährige aus Reit bei Kitzbühel in unserer wöchentlichen Rubrik One Star, One Minute vorzustellen. Ich bin die Lisa Hauser, komme aus Reit bei Kitzbühel, mache Biathlon und ja, meine begrüßten Erfolge sind eigentlich vor allem die Single-Mix-Staffel mit Simon Eder zusammen, wo wir schon 2-mal gewinnen haben dürfen und auch sehr viele Top-10-Ergebnisse, was ich im Einzelrennen erreichen habe können. Ich bin eigentlich schon grundsätzlich ein fröhlicher Mensch und glaube an Fühlen, das Gute und ja, ich hoffe, das kann ich mir beibehalten. Also ich bin eigentlich schon sehr patriotische Athletin und mag das eigentlich gerne als Österreicherin am Start zu sein. Und ja, Staffelrennen sind auch immer sehr besonders. Also auch in den Mix-Staffeln, in den Damenstaffeln laufe ich eigentlich ganz gerne und habe da wirklich schon gute Rennen machen können. Wir haben heute schon von so einigen historischen Ereignissen und Debüts gesprochen und da reiht sich einer ganz klar mit ein. Marco Schwarz. Ihm ist sein erster Weltcup-Sieg und damit auch der erste Sieg seit Marcel Hirscher beim Slalom in Adelboden gelungen. Max, was sagst du dazu?
Na, erstens einmal eine unglaublich lange Zeit, die wir jetzt warten mussten, weil wir das Gefühl gehabt haben, es ist gar nicht von den Monaten her oder so, aber es ist eine Karriere zu Ende gegangen und dann braucht man wen neuen, der gewinnt. Ja? Und es ist der Marco Schwarz da, Gott sei Dank, ein super Typ, also ein wirklich toller Skiläufer. Wir sind alle davon ausgegangen, das wird der nächste Superstar werden, vielleicht schon während Marcel Hirscher. Dann war er 2019 schon sehr, sehr erfolgreich, hat 3 Medaillen geholt und hat dann aber leider eine schwere Verletzung gehabt. Das ist im Skifahren halt wie das Amen im Gebet. Irgendwann kommen die schweren Verletzungen dazu und dann zeigt sich oft, was sind das wirklich für Athleten? Wie kommen die zurück? Bei Marco Schwarz muss man jetzt sagen, großartig kommt er zurück und ich erwarte mir jetzt wahnsinnig viel von ihm. Ich glaube, dass der uns noch richtig Freude bereiten wird. Wie schwer ist es nach solchen Verletzungen und so einer Phase dann wieder wirklich reinzukommen? Ich durfte ja selber schon in den Genuss kommen eines Kreuzbandrisses. Ja. Natürlich ist das kein Genuss, das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Noch dazu, das sind Profisportler, das ist deren Beruf. Ja. Das heißt, die können plötzlich ihren Beruf nicht ausüben. Und es dauert einige Zeit, bis sie wieder das volle Leistungspotenzial abrufen können und dann noch dazu die Angst loswerden. Also das heißt, der Marco Schwarz ist dann vielleicht wieder fit, ja, kann wieder die Schwünge genauso schnell fahren, aber es muss dann auch noch im Kopf Klick machen. Er muss ein, zwei brenzlige Situationen überstehen, wo er merkt, hey, das halt, ja, es passiert nichts, ich kann weiterfahren, ich kann Gas geben. Ja, und das ist schwierig, das dauert schon lang, bei manchen noch ein bisschen länger als bei anderen. Ich kann es jetzt bei Marco nicht beurteilen, ob er sich damit länger geplagt hat. Normal sind die Slalomfahrer sehr verwegene Typen, bei denen es meistens recht schnell geht, aber da kann ich in ihn keinen Einblick nehmen. Aber das ist schon eine Zeit, die das dauert. Ja. Mhm. Klick gemacht hat es jetzt in Adelboden. Mhm. Was sagst du für die kommenden Rennen voraus? Siege, Siege, Siege. Nein, ist schwer zu sagen natürlich. Ja. Also jetzt kommt die ganz große Slalomzeit im Weltcup. Auch so ein bisschen vielleicht, um auszuholen, die Slalomfahrer warten immer ein bisschen zur Saisonbeginn. Das dauert, bis da ihre großen Rennen kommen, aber die kommen jetzt. Ne. Da ist natürlich Kitzbühel, Schladming, da kommt jetzt einiges auf uns zu. Mhm. Auf das fiebern die das ganze Jahr hin. Jetzt kommt ihre Phase, wo sie die Stars sind dann. Ja. Und ja, ich träume sehr viel zu. Es ist auch oft so, weil das Schlag auf Schlag geht, dass einer, der gerade richtig gut in Form ist, dann auch voll absahnen kann. Der kann dann richtig viele Podiums holen und vielleicht auch richtig viele Siege sogar. Es würde uns wahnsinnig gut tun, wenn der Marco da jetzt anfängt zu gewinnen. Wir haben aber auch andere gute Slalomfahrer. Also es lastet nicht, der Druck nicht nur auf Marco Schwarz. Ja. Sind wir jetzt aber wieder eine Slalom-Nation? Also ist das jetzt wieder da? Wir waren immer eine Slalom-Nation. Es gibt Hochs und Tiefs. Nach einer Mannschaft, wie wir sie davor hatten, ist es immer ganz schwierig, dass man gleich nahtlos fortsetzt. Das gelingt keiner Nation, das gelingt auch keiner Fußballmannschaft. Wenn Barcelona ein paar super Jahre hatte, dann kommt da auch ein bisschen tief. Ja. Das ist ganz logisch, das ist ein Erneuerungsprozess. Wir sind eine Slalom-Mannschaft, das ist meine Antwort auf deine Frage. Und Marco Schwarz, über den wir jetzt gesprochen haben, den wollen wir jetzt genauer kennenlernen, und zwar in seinem Porträt. Ich bin der Marco Schwarz. Bin eher der ruhigere Typ. Aber wenn es drauf ankommt, dann lasse ich das sauer sein. Wenn ich daheim bin, nutze ich natürlich jeden Tag mit Family und Friends, dass ich da auf den Berg raufkomme. Von der Gegend her ist es wunderschön. Der Mühlstätter See ist direkt vor der Haustür bei Hasetage, wenn man sich da mal abkühlen kann. Gibt wieder neue Energie und ich habe natürlich meine Kraftplätze. Wir haben eine Almhütte am Mirnock, wo ich als Kleiner schon immer gern war. Ja, im Sommer nutze ich das natürlich auch sehr oft, dass ich da oben abschalten kann, wo rundherum keiner ist. Mit dem Bruder und dem Papa haben wir immer was zum Tun, sind wir gut eingespannt. Mein Part ist eher ein bisschen der Helfer, also Holzhacker oder keine Ahnung, ein bisschen beim Holzseilen. Das mache ich gern und so sammle ich dann wieder meine Energie.
Kochen habe ich ein bisschen für mich entdeckt, mit der Mama zusammen. Selber kochen hat mir auch Spaß gemacht und habe ich auch sehr, sehr gern gemacht. Auch mal einen Kuchen gebacken und habe mich ein bisschen entfaltet. Die Freunde würden mich auch eher als Sorgentyp beschreiben, glaube ich. Also da bin ich auch nicht der, was immer im Mittelpunkt stehen muss und dann nicht will. Seilfahren ist ein großes Hobby von mir, wo ich echt abschalten kann. Wir haben einen Namen für unser Gang, die Trailbanditos. Ich weiß gar nicht mehr, wem das eingefallen ist. My heart's been ripped wide open. Die ersten Schwünge habe ich mit dem Papa im Garten absolviert, sage ich mal. It's like I finally noticed. I've been set free. Erste Rennen mit Blair Gugelhub. Das ist sensationell. Zwei richtige Schmankerl, hast du gesagt. Schön, ich habe damals in der Innercremes trainiert. Wir haben auch in der Innercremes trainiert. Und dann bin ich schon mal auf ein Foto vorbeigeschaut. War sehr, sehr nett. Hat er gleich ja gesagt. Während dem Training. Und da mit dem Manni war Weltcup 2007, glaube ich, war das. In Kirchheim. Ja, war eine sehr coole Zeit. Ja, es ist sicher kein Gmatewiesen. Also es ist ein richtig steiniger Weg. Also von klein auf muss man eigentlich diszipliniert alles durchmachen. Man muss auch auf einiges verzichten. Also man kann jetzt nicht als Jugendlicher zum Beispiel jedes Wochenende fortgehen. Das spielt auf keinen Fall. Man muss den Mittelweg finden. Ganz absondern kann man sich natürlich auch nicht. Da helfen mir zum Glück die Freunde auch daheim, dass ich da immer wieder einen guten Anschluss habe. Und so habe ich mich auch viel gekämpft. Ich würde mir als sehr ehrgeizige Person beschreiben. Wenn man an der Weltspitze ist, will man natürlich immer das Beste abrufen. Und mit der Nettigkeit kommt man dann auch nicht so weit. Also wenn es hart auf hart kommt, dann gebe ich schon gescheit Gas und da kann ich mich richtig überwinden. Und da geht es dann auch schon gescheit zur Sache. Wir machen jetzt einen kleinen Ausblick auf das, was dieses Wochenende kommt. Stand jetzt warten am Samstag, Sonntag wieder zwei Slaloms auf Marco Schwarz und das ÖSV-Herrenteam. Die Damen fahren am Samstag, Sonntag beim Riesentorlauf in Kranjska-Gora. Die Skispringer stehen am Samstag und am Sonntag in Zakopane vor dem Absprung. Die Kombinierer in Val di Fiemme und die Biathletinnen mit Lisa Hauser in Oberdorf. Max, was können wir uns vom Wochenende erwarten? Ja, ich erwarte mir wirklich richtig viel. Ja, es sind die alle, also die Leistungskurve unseres ganzen ÖSV-Teams geht gerade so ein bisschen in die Höhe. Ja. Ja. Auch die Skispringer sind nämlich wieder kurz davor, der Stefan Kraft. Da habe ich auch das Gefühl, der wird gleich bald wieder zu gewinnen beginnen. Also ja, gemütlich machen vor dem Fernseher daheim, mitfiebern, mitzittern. Glaube ich, wird ein cooles Wochenende werden für die ÖSV-Stars. Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und drücken die Daumen, so immer. Vor dem Fernseher, ja, beim Skifahren. Und das war's für heute. Bei der allerersten Ausgabe von Steilhang. Und nächste Woche, da sehen wir Sie hoffentlich wieder. Da wartet dann schon das große Thema Kitzbühel auf uns. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.